Ihr geht ja jetzt bald auf die Weihnachtsmarkt-Tour. Ich hoffe, das darf ich... Nee, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Okay, gut. Ja. Und deswegen Frage an euch jetzt im Voraus, was ist jetzt gerade euer Lieblingsstand auf dem Weihnachtsmarkt? Oder wenn ihr auf den Weihnachtsmarkt geht, wo denkt ihr euch, darf ich auf jeden Fall was holen? Am Ausgang. Ein- und Ausgang, ja. Zweimal Grinch hier sitzen auf dem Sofa. Das ist wirklich, ja, also viel, ich hab was entwickelt dieses Jahr, was mich ein bisschen stört. Ich komme nicht mehr so gut klar mit großen Menschenmassen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und das ist nicht so Panikattacke-Level, aber es saugt mir so viel Energie aus, dass ich ab irgendeinem Punkt 2 Stunden in so meistens super wenig Konzentrationsspanne habe und sehr in mich gekehrt werde und irgendwo hin will, wo es ruhig ist und ich so alleine bin. Mhm. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen nochmal jetzt Kurzurlaub auch eingebaut vor dem Weihnachtsmarkttrip, damit man so ein bisschen klarkommt, weil ich merke immer, das hilft mir, sowas eher zu verkraften. Ist jetzt auch nicht so, ist ein Weihnachtsmarkt, ist jetzt nicht ein Riesenevent, so keine Gamescom oder so. Aber mich knockt das schon aus. Deswegen ist es tatsächlich so, gerade bei so sehr großen, so Riesenattraktionen, Weihnachtsmärkten, da habe ich schon so ein bisschen Sorge vor, dass das so ein Thema wird wieder. Weil ich merke, dass ich das nicht mehr so gut kann, wie ich das mal konnte. Und mich das wie, ist wie ein Hangover. Ich kriege dann so ein Menschen sozial Hangover und bin dann richtig so einen Tag danach noch total angeschlagen von zu viel so Reizüberflutung. Das ist mir, dass ich mich dann sehr, sehr zurückziehen will. Deswegen ist es tatsächlich aus Spaß natürlich der eigene Ausgang. In echt wäre es höchstwahrscheinlich, wenn ich mit Leuten da bin, Glühweinstand, so mit einem schönen Stehtisch. Und dann muss noch eine Essensbude in der Nähe sein, dann ist immer optimal. Ich verstehe das aber. Ich war ja auf der Buchmesse. Die hatten das sehr, meiner Meinung nach, sehr blöd geregelt, dass die Gamescom schon besser hinterher. Die haben ja so Pfeile auf dem Boden, Gehrichtung, sowas. Das hatten die da alles gar nicht. Und die hatten die größten Verlegale in einer Halle gemacht, sodass diese eine Halle so proppenvoll war, schon morgens direkt. Und ich war, glaube ich, 1 Stunde in dieser Halle und wurde dann quasi wie so eine Sardelle nur noch weiter gedrückt. Und ich habe das erste Mal auch in meinem Leben gehabt, dass ich in der Menge nicht Panik bekommen habe, aber so Schwindel. Mhm. Aber aus keinem wirklichen Grund. Es war einfach, ich hatte das Gefühl, es ist zu eng, ich kann nicht atmen. Und dann ist mir so ein bisschen mulmig geworden. Ich konnte mich dann schnell so konzentrieren, habe gesagt, okay, gleich ist der Ausgang da hinten, einfach ruhig, locker bleiben, dann bist du gleich draußen. Ich habe mich nicht mehr getraut, in diese Halle noch mal reinzugehen. Mhm. Ich habe mir das auch... Das hat mir alles an Kraft geraubt an dem Tag dann. Mhm. Deswegen kann ich schon verstehen. Aber bei mir wäre es die Mandelbude. Stimmt, du bist so ein gebrannter Mandelguy. Mhm, übel. Mhm. Wenn ich schon daran vorbeilaufe und diesen Zimtgeruch rieche. Ja. Bringen wir dir dann von jedem Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland, wo wir unterwegs sind, überall Mandeln mit. Und dann musst du am Ende noch das große Mandel-Review machen. Die sind dann wahrscheinlich alle schon so geklebt in so einem kleinen Dreieck. Einfach nur noch so ein großer Lolli. Am Ende habe ich keine Backenzähne mehr. Ja. Einfach nur noch Mandeln. Für so ein ganzes Jahr einfach Zähne ausgetauscht. Bah. Wie ist es bei euch beiden? Boah, ich glaube, Handbrot mag ich gern, aber das mag ich auch auf Fest, das mag ich einfach generell gern. Und der Crepe-Stand wie immer und Glühwein oder so Met oder irgendwie so Glühmet. Ist auch geil. Aber ich gehe eigentlich auch nicht wegen den Ständen auf den Weihnachtsmarkt, sondern warum gehe ich eigentlich auf den Weihnachtsmarkt? Wenn ich nicht arbeite, warum gehe ich da? Leute? Warum gehe ich raus? Warum bin ich hier? Warum? Ich glaube, Weihnachtsmarkt ist eins der wenigen Dinger, da bin ich einfach Mitläufer. Da gehe ich wirklich nur hin, weil andere hingehen. Ja, allein auf den Weihnachtsmarkt. Also alleine finde ich irgendwie scheiße. Ja, aber manche, keine Ahnung, vielleicht fühlen ja manche so diesen Weihnachtsvibe voll und finden dann die Stände so geil, dass sie dann halt sagen, ja, da gehe ich halt hin. So, aber das, da wäre ich nicht alleine, der Kandidat. Das macht doch niemand, oder? Also ich gehe da hin, um mir einen reinzuscheppern, in den meisten Fällen. Ja, muss man eigentlich auch. Also ansonsten ist ja auch jetzt nicht so attraktionsüberlaufen, würde ich auch sagen. Ja, aber schon Essen ist schon immer geil, muss man sagen. Ja. Draußen kalt, warmes Essen. Am besten, mein Stand, die Mini-Donuts. Schön mit Puderzucker, die so noch so die von Rock am Ring werden. Hm? Die von Rock am Ring. Ja. Genau, die du nicht so geil findest, aber es ist für mich halt einfach Kindheit. Die so ein bisschen zu trocken, aber auch zu matschig sind. Und die so
du merkst so richtig so diese Schicht, die sich an deinem Gaumen bildet. Dann sind die meistens noch so ein bisschen zu heiß. Mhm. Und diese Schicht löst dann auch gleichzeitig so eine Hautschicht an deinem Gaumen ab. Und das ist mein Spirit für Weihnachten. Das ist mein Weihnachtsgefühl, wenn ich Blut schmecke in meinem Mund. Ja. Der Weihnachtsspirit also, ist endlich angekommen, auch bei Dustin. Wir können auch hier alle zusammen noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen aus dem Team. Hier wir in Gladbach doch, direkt zum Reinscheppern. Wir haben noch einen Termin, kann man ja auch sagen, in Gladbach auf dem Weihnachtsmarkt. Das können wir auch einfach mit dem ganzen Team machen, oder? Ja. Okay, können wir nicht machen. Okay, machen wir nicht. Machen wir es separat. Ich würde es separat machen, weil also ich glaube, der Dreh dauert dann unnötig länger, als er dauern müsste. Wir können ja separat. Die können ja einfach einen Glühweintisch reservieren. Das ist doch scheiße. Und dann kann man da noch wie, warum? Das seid ihr nicht mega erledigt nach dem Dreh? Ja, klar. Aber ihr seid dann ja auch da und dann können wir sagen, Team-Event, tschüss. Vor allem, weil es der erste ist von all unseren Weihnachtsmärkten. Ich glaube, wir sollten da einfach, bevor wir diese Tour machen oder wenn wir wieder da sind, einfach mit allen dahin gehen, weil es so schön ist. Stimmt, ja, das kann man natürlich auch nicht machen. Nicht während des Drehs, das dauert dann zu lange. Und dann ich habe auch schon überlegt, ob wir einfach so, ob ich mir so Heelys hätte bestellen müssen für die Weihnachtsmärkte, um einfach mehr schneller zu sein. Ich dann immer so diese Rollschuhe einfach so ausklappen kann, so und dann einfach zu einem Stand weiter slide und dann wieder so. Ja, geil. Zieh dir doch Inliner an. Ja, nee, Inliner ist wack. Hä? Inliner auf einem Weihnachtsmarkt ist ein Weirdo. Aber Heelys. Ja, Heelys geil.